So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NASCAR The Game 2013. Wir waren ja letztes Mal auf der kürzesten Strecke des Rennkalenders und haben haben wir letztes Mal ein bisschen, sagen wir mal, nicht unbedingt gut abgeschnitten, weil wir eben keine besseren Bremsen hatten. Nur wie wir sehen, haben wir auch kein Geld für bessere Bremsen, weil wir einfach zu schlecht sind, dass wir genug Geld reinkriegen, dass wir uns mal Bremsen leisten könnten. Das liegt vielleicht einfach an meinem Fahrstil, aber das davon möchte ich ableiten. Das liegt immer an den Gegnern, nicht an mir. Das möchte ich einfach mal so betonen. So, wir kommen jetzt nach Texas. Und werden jetzt ein paar Bullen reiten. Weil das in Texas so natürlich ist, wie ich gehört habe. Und ich überhaupt keine Vorurteile gegenüber irgendwelchen Ländern habe und die irgendwie nicht aussprechen möchte, auf keinen Fall. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie hier mal was Besseres reißen, obwohl mir die letzte Strecke ja eigentlich ganz gut gefiel. Also besser als alle anderen bisher, weil wir da irgendwann mal was gerissen haben. Im Gegensatz zu allen anderen Strecken, wo wir immer noch schlecht waren. Aber gut. So, 67 Runden, hab's doch nicht mal alle. Als er was gehört hat, was er im Hintergrund gerade hat, verrückt ist, war er gefreut. Why not test the setup and see if it's okay? So, auf jeden Fall, wir fahren jetzt erstmal Training. Werden wir fahren? Weil wir auf jeden Fall erstmal gucken müssen, wie die Strecke ist, weil ich die keine Ahnung habe, wie die ist. Ich kenne grundsätzlich keine Strecke des Rennkalenders, das ist das Positive. Deswegen fahren wir einfach mal eine Runde. Und gucken nochmal, ob wir die hinkriegen. Hallo? So, ja komm, nicht abkacken, gut, danke schön. So, dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas hier gerissen kriegen. Jemand hat auch geschrieben, dass er die Kameraperspektive ändern. Nein, werde ich sicher nicht tun, wenn ich nämlich mit Lenkrad fahre, werde ich sicher nicht von hinten vom Auto fahren, weil ich dann keine Ahnung, kein Stück Gefühl habe. Und wer es nicht weiß, Gefühl ist wichtig beim Autofahren. Man muss nämlich weinen, wenn das Auto toll ist. Das tue ich immer ganz ausgiebig nach dem Rennen. Tue ich hier weinen, weil es so schlecht ist und ich nichts gerissen kriege. Ich kriege noch nicht mal die einfachste Kurve hier rein. So, dann gucken wir mal. Natürlich zieht er mir direkt vor die Karre, was anderes kann die KI auch nicht. So, wir schauen mal. Bremsen müssen wir hier an. Ja, wir müssen überhaupt nicht bremsen. Reicht zum Gas zu gehen und dann im vierten Gang durchzubeiern. Ich habe das Spiel jetzt leider ein bisschen zu lange nicht mehr gespielt, als ich jetzt gerade mit dem Handy klar käme. Okay, ja, ich müsste das Spiel ein bisschen öfter spielen. Problem ist, es ist halt echt, du spielst es immer so eine ganze Stunde direkt am gib mir doch genau, Alter. Du kannst auch nicht ausweichen. Ist unmöglich bei 100 km. Merke ich. Da kommen ein paar mehr. So, jetzt. Komm rum. So. Nee, ich habe das ein bisschen länger nicht mehr gespielt, weil NASCAR ist halt so ein Spiel. Ich spiele es wirklich so zwei, dreimal in der Woche, wenn es hochkommt. Deswegen auch in letzter Zeit ein bisschen weniger Park kommen, weil das Spiel ist halt echt so eine ganze Stunde immer Rennfahren. Und das ist anstrengend. Ich möchte mir jetzt kaum glauben, aber es ist auch anstrengend, Rennspiele auf dem PC zu spielen. Und mehr als zwei, dreimal die Woche kann ich mir das nicht geben. Weil ich sonst auch irgendwann frustrierend und depressiv in der Ecke sitze und heule und mich ritze. Weil das Spiel mir nicht lange ungefähr die Erfolgserlebnisse gibt, die ich gerne. Oh, echt, Alter, ich komm grad nicht. Okay, wir fahren jetzt direkt. Habe ich entschieden. Qualifying ist das sichere, wenn wir jetzt einfach uns nicht mehr weiter mit dem Training entblößen. Deswegen in Session, ja, bitte. Ja, möchte ich, danke. Und wir fahren lieber direkt Qualifying. Weil sonst wird das echt nur noch armseliger und das geht gar nicht. Das wollen wir alle nicht. Das will sich auch keiner weit länger anschauen. Das ist halt die Sache. Und deswegen fahren wir zum Qualifying. Und versuchen da irgendwas zu reißen. Je weiter auf dem Feld du bist, desto mehr Autos du während der Rennen müssen passen. So, go earn yourself a good spot in the pack. So, wir wissen auf jeden Fall, ein Großteil des Rennens ist im vierten Gang, weil Kurven kannst du kurz anbremsen und dann funktioniert das. Das heißt nicht unbedingt, dass es besser ist mit uns, dass das mit bei uns klappt. Ich muss auf Accept durch, nicht klappt. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwas jetzt hier im Qualifying gerissen kriegen, dass wir schon mal eine Ausgangslage in den Top 20 haben. Da wir aber jetzt gerade schon ein Training geschissen kriegen haben, erwarte ich gerade überhaupt nichts. Mich würde es schon reichen, wenn wir ins Ziel kommen im Qualifying, wo wir zwei Runden eigentlich nur fahren müssten. So, ich mal direkt mal hier rausfahren. Und direkt mal gucken, was wir jetzt so gerissen kriegen. Ein bisschen mehr Konzentration jetzt, dann wird das schon. Hoffe ich doch mal. Kurz den Popschutz des Mikros ein bisschen anders richten, weil der gerade ein bisschen schief davor hängt. So. Schauen wir doch mal, was wir jetzt so erreichen. Der vierte Gang, komplett die ganze Kurve durch. Das gefällt mir. Ja, Slow brauche ich gar nicht. Wir sehen, wir kommen nämlich die Kurve schön mit dem Tempo durch. Das ist ein ziemliches Vollgas-Oval. Und zwar hier ganz leichte Kurve, aber da wollen wir auch nicht vom Gas gehen.
Nee, ganz kurz vom Gas gehen, ganz kurz lupfen. Und da bleibt man selbst damit noch in der Mitte. Also untere Linie, so meine ich. Das ist im Rennen wichtig, da immer unten zu bleiben. Wie ihr denkt, im Moment mit dabei, die letzten Rennen mitbekommen habt. Das läuft eigentlich gerade ganz gut. Die Strecke gefällt mir, so wie es ist, ganz gut. Wie ihr seht, kurz vom Gas, bam, kann man direkt in die innere Linie schön halten. Das könnte ein Rennen mit wenigen Cautions sein. Heißt, es dauert sehr lange wieder zu fahren. Oh Gott, das kann ja weiter werden. Geil, ich bin Erster. Ja, das läuft ja. Jetzt waren wir auch schon ein Rennen und am Ende waren wir Letzter. Ich möchte einfach nicht an solche Ereignisse erinnert werden, wie schlecht wir da eigentlich waren. Aber so läuft das doch. So könnte das Rennen gleich auch laufen. Also wenn ich so die Linien so hinkriege, dann kann ich auch gegen die Gegner mich bewähren. Auch wenn es dann wieder natürlich ein paar vorbeigehen werden, wegen Windschatten im Packfahren natürlich angeschoben werden und sonstigen, dann bist du natürlich schneller, als wenn der Erste vorne wegfährst. Aber Top 10 Finish könnte man jetzt mal echt, man könnte mal sich immer als Ziel setzen. Er fragt sich gerade, wo ich die Pole her habe. Ja, gestohlen. Aus Polen. Ne, besser als das kann es nicht mehr werden. Im Rennen wird es nämlich nicht besser. Davon sehe ich schon mal ganz klar ab. So, Apple Setup. Texas Race Accept. So, dann haben wir das Rennsetup auch drin. Und ja, los geht es. Komm, wieder ein paar Niederlagen kassieren. Also ich hoffe, dass wir irgendwas erreichen. Schauen wir mal. Ich gehe positiv gestimmt da rein. Das geht's ja auch nicht mittlerweile mehr. Mit Skill kann ich da nicht reingehen, den habe ich nicht. Nicht in dem Spiel. So. Wie viele Fragen noch kommen? Ich weiß nicht, bis das Rennen mal starten will. Ich habe mal den genommen. Oh, es ist. Es war richtig. Ich habe einfach irgendeinen genommen. Give it everything you've got out there. And you could end the day in victory lane. Good luck, buddy. Ach so, es musste laden, weil die. Wir fahren das in Nacht. Ach ja, ich apply es besser nochmal sicherheitshalber, nicht, dass ich jetzt hier gleich kein Setup drin habe. Wir fahren bei Nacht. Ja, das ist nett. Das wird lustig. Here we are at one of America's greatest cathedrals of speed. Mike Joy and Darrell Waltrip welcoming you to Texas Motor Speedway in the Samsung Mobile 500. Mike, you hit the nail on the head. This joint is bad fast. It's one of the fastest tracks on the circuit. It's also one of the biggest races. Everybody comes here, they want to win those cowboy hats and shoot those six shooters. Carl Edwards has three wins here, five drivers tied with two apiece. Yeah, there's a bunch of guys I think you can favor here. The Roush cars look really, really good this week. They say everything's bigger in Texas. Let's find out who's best in Texas. Wird der Texas Sache von Samsung gesponsert? Das frage ich mich jetzt mal. Nicht vom Mobile, also von dem Handy. Ich weiß nicht, was Texas damit zu tun hat. Aber na gut. Komm, ich will wieder das Boogie Boogie hören. Oh, raus. Jetzt bin ich nicht motiviert. Los! Boogie Boogie Boogie! Dankeschön, jetzt bin ich motiviert. Ich mag meinen Ingenieur irgendwie. Natürlich drängen wir uns direkt eiskalt vorbei, sag mal, was hast du denn für einen Schaden? Das ist auch nicht so viel. Ich setze mich ab als Erster. Das ist ein Traum. Ich träume gerade. Kneif mich hier. Nö, innen geht keiner vorbei. Die innere Linie gehört jetzt komplett mir, meine. Die habe ich mir genommen. Oh, 67 Runden, Alter. Wenn ich die jetzt komplett durchschaffe, ey, dann könnten wir morgen fertig werden. 30 Minuten brauche ich ja noch jeden Fall dann für das Rennen. 30 Minuten am Stück fahren. Okay, wir müssen ja für Boxenstopp rein, aber das war's ja auch schon dann. Aber wir werden sowieso einen Unfall bauen. Ich mache mir echt keine Hoffnung, dass das hier reibungslos durchgeht. Also ich hoffe, dass die KI irgendwas macht. Dass ich eben ein paar Pausen habe. Ach, scheiße, ich bin zu weit nach außen. Komm rein. Nein. Und da ist schon meine erste Position flöten gegangen und das meilenweit. Könnte der Kollege sich da unten mal wegmachen? Danke. So, jetzt wird, ich bin in. Du musst Platz machen, ich bin in. Was Platz machen? Danke. Wie ich auch von dem da vorne immerhin Windschatten kriegen kann. Ey, sonst kriege ich den nie, aber der kann 500 Kilometer jetzt entfernt sein, ich habe Windschatten. Klingt logisch. So, kurz wieder das Gas lupfen. Gas lupfen, hallo! Das Problem ist, hier werden wir auf jeden Fall auch mit der Bremse arbeiten müssen, weil sobald die Reifen abgefahren sind, wird der Wagen nicht einfach nur mit vom Gas gehen die Kurven schaffen. Das wird das Problem werden, was wir hier haben. Ich guck, boah, was machen die beiden? Die sind plötzlich total langsam. Ich will innen bleiben, Dann werde ich halt langsam, aber ich muss innen bleiben. So, Windschatten, das wird jetzt zwar nicht gut für meinen Motor sein, weil er jetzt total heiß läuft, aber es soll mir egal sein.
wichtig ist, die Position zu kriegen. Oh, lalalalalala. Nein, 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 Alter, Jungs. Genau. Oh, fahr mit 300 Sachen hinten rein. Läuft, alles klar. What? Was haben wir hier? Was sagen nur Red Bull kann fliegen? Das war ein McDonalds Auto. Da kam mir McDonalds entgegengeflogen. Wartet, da gleich kommt das rote Auto da. Das war McDonalds. War McDonalds. Ja, yeah, jetzt sind wir in der Liga Letzter, das ist ja 39. Also wir sind 39. Ich kann jetzt. Komm. Wir fahren jetzt kurz in die Box rein. Wir sind schon Runde 4 schon. Alter, wie lange haben die denn zum Aufräumen gebraucht? Weil die Reifen sind jetzt schon kaputt, das gibt's ja nicht. Jetzt Edgar 39, das sind die 4 Positionen, die können sie mir jetzt auch sonst wohin schieben. Da fahre ich jetzt kurz rein, Tankkurs, waschen mir wieder Reifen fertig und dann ist gut. Das soll mich jetzt auch nicht jucken, die paar Plätze, die ich jetzt vielleicht noch verlieren sollte. Da ist ja nicht viel, was sie machen müssen. Aber ihr seht ja, eine Dreher ist komplett Reifen runter, komplett nach 4 Runden. Splash, ja okay, wenn das sagt Splash, dann machen wir Splash, müssen wir. Wo war noch Red Bull Repair? Die Reise, komm, macht. Der Wagen ist schon relativ lediert jetzt gerade. Der Motor hat einen weg, ne? Ich glaube, der ist ein bisschen rot. Ich guck doch mal ein bisschen. Ja, ich glaube. Liebe KI, ich will da gerne meine Box. Dankeschön. Okay, Boys. Safe and smart. Here we go. So. Ja, da fehlt schon ein paar Metallteile vom Auto. Wo ist das gar kein Metall? Die Haube besteht nicht aus Blumen. Ich glaube, ist das Fiberglas? Müsste Fiberglas sein. Wo ist der ganze Wagen eigentlich nur besteht? Darunter ist er eigentlich durch Metallgerüst. Deswegen, das ist nicht so teuer, was ich da jetzt abgefahren habe. So. Guck, sie Glück. Wenn wir Glück haben, sind wir nicht Letzter. Gucken wir mal ganz kurz. Wir sind 40. Gut. Haben wir gerade mal eine Position verloren. Das ist gut. Und damit kann man sich sogar. Darüber kann ich zufrieden sein, auch wenn wir jetzt außen sind. Naja, das ist ein bisschen beschissen. Ja, gut. So, da vorne ist Burger King. Das ist auch gut. Und der rechts links neben mir hat relativ wenig Lack noch auf der rechten Seite. Kann ich rüber? What the fuck, warum sind die denn so lang? Alter Schwede, damit hab ich ja null gerechnet. Ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt reingerauscht bin, aber sie sind plötzlich sehr langsam geworden. Ihr seht ja auch, die Innen sind ja auch alle schnell durchgeschossen, nur warum die außen plötzlich so langsam waren, keine Ahnung. Ja gut, da brauche ich nicht reparieren. 15. Gut, das gefällt mir. Das hat sich jetzt gelohnt, dass ich da mal kurz durchgerauscht bin. Lieber Herr Ingenieur, hier kann ich keine Strafe bekommen, weil ich hier gar nicht fahren darf. Wenn, dann macht das die KI und dann bin ich selber nicht dran schuld. So, innen bleiben. Weil die werden außen plötzlich extrem langsam. Fällt euch das mal? Ist der krank? Verliert. Alter Junge! Außen können sie ruhig alle vorbeifahren. Mir wurscht, ich bleib innen. Mir egal, ich bleib innen. Ich bleib innen. Ich bleib innen, hau ab da hinter mir. Piss dich, ich bleib innen. Ich bleib innen. Ich werd nicht angeschoben, verpiss dich, Toyota. Immer schick Chevrolet. So, den kann ich ihn rein. Passt. Mach doch Platz, Mann! Da konnte ich jetzt gar nichts. Da war eine Lücke, er hat sie dicht gemacht. Nein! Na, genau, geh. Oh, leck mich doch. Da hab ich rumgedreht, der Sack. Natürlich, voll hinten reingekriegt. Au, au, au. Und das war meine Aufhängung. Dankeschön. Nur weil der Herr da einfach mal kurz seine Nase reinhält, wo kein Platz war. Mann, na gut. Und wieder nach vorne kämpfen mit einer kaputten Aufhängung. Ist das natürlich super in Kurven, die nach links gehen, dass die Kurvenaufhängung rechts kaputt ist. Ich könnte mich nicht mehr freuen. Es läuft wieder. Ich hab man ja ganz normal vom Pole starten und dann zwischenzeitlich im Rennen vorletzter zu sein. Nee, Alter, das geht gar nicht mehr. Ich brauch jemanden, der einen Unfall baut. Schnell, bitte. Könnte nicht jemand mal einen Unfall bauen? Mit dem Wagen lässt sich gerade nicht mehr so gut fahren. Ich will gerne in die Box. Und so in die Box fahren, sagen wir mal so. Ich verliere viel zu viel Zeit und bin letzter. Und höchstwahrscheinlich überrundet. So, ein Sechstel haben wir das Rennen. Das ist überhaupt nicht viel. 67 Runden, die haben sie nicht alle. Weil die Strecke so scheiße lang ist nebenher. 100 Runden, bei der letzten ging ja noch. Die war relativ kurz.
Nee, ich komme nicht mehr mit. Scheiße. Reifen rot, Achse kaputt, Sprit schon ein bisschen wieder was weg. Ich würde sagen, gute Ausgangslage dafür, dass wir einen Sieg einholen wollen. Oder Top 10 wollten. Ich spreche gerne in der Vergangenheit. Oh Mann, ey, ich könnte die letzten Kurven sonst immer mit 300 anfahren. Jetzt, ich bin hier bei 280 und muss schon in die Bremse. Und er quietscht. Freut sich jeder, klingt immer sehr gesund, wenn die Reifen quietschen, weiß man, das ist richtig so. So hört sich ein Wagen an, wenn er eine Kurve fährt, immer. Könnte sich nicht jemand der Gegner mal erbarmen, irgendwie die Kurve nicht zu kriegen, sich zu drehen, anderen Gegner wegzuschießen, Unfall zu bauen, in die Box zu wollen, irgendwas, was irgendwie eine gelbe Flagge verursacht? Bitte. Das erbarme ich mich da gleich und drehe ich mich aber auf voller Strecke mit der Handbremse. Lange ein paar Metallteile. So wie ich das Spiel kenne, selbst wenn ich mich drehe, gibt es keine gelbe Flagge. Haben sie ja gerade auch schon wieder nicht verteilt, die Säcke. So langsam müsste auch jemand mal in die Box. Meine Reifen sind auch schon runter. Muss keiner in die Box? Nein? Gut. Fahrt alle durch, ist okay. Ich hab noch Zeit. Ich kann auch mit kaputten Reifen 50 Runden fahren. Beziehungsweise es probieren, weil es eh nicht klappen wird. Haben wir im letzten Rennen ja gesehen, wie gut das funktioniert, mit einem pulsierenden Reifen zu fahren. Gar nicht. Gut ist, dass der vor mir gerade auch abreißen, das muss, den können wir kriegen, weil der kriegt auch keinen Windschatten mehr oder sonstigem. Da mein Wagen aber langsam ist, werden wir ihn sowieso nicht bekommen, wenn mein Auto im Arsch ist. Scheiße. Mann, ich will doch nur mal einen Sieg oder wissen wir, Top 10 Finish oder mal unter den Top 30 wird mir ja auch schon reichen. Das haben wir ja auch noch nicht erreicht. Ah doch, bei diesem Ausstellungsrennen, ja gut, da gab es auch nur 7 Gegner. Da war es nicht so schwer, irgendwie nach vorne zu kommen. Wir könnten in die Box fahren. Wir könnten es auch lassen, weil wir ja dann eh aufs Maul fliegen werden mit der Taktik. Was wäre halt irgendwie vorteilhaft, den Wagen mal irgendwie gerade mal wieder in den fahrbaren Zustand zu bringen. 10 Runden müsste ich eh spätestens allein wegen Sprit schon rein. Es fällt keiner rein. Ist mein, durch mein Dreher die Reifen so weit runtergegangen. Boah, keine Kurvenlage, ey, Alter. Was kann ich sagen, dass ich einfach durch den Dreher so viel an der Gummi verloren habe mit dem Reifen. Alter. Ich werde auf jeden Fall überrunden, wenn ich jetzt reinkomme. Müssen wir mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Weil die Reifen vorne sind auf jeden Fall von rechts ist rechts, der ist extrem rund. Das liegt aber auch daran, weil die Aufhängung Knick hat. Deswegen der Reifen natürlich ungesund abgenutzt wird, natürlich überhaupt nicht so runter fährt, wie er eigentlich sollte. Deswegen dem Reifen natürlich nicht unbedingt besser geht. Das soll mir jetzt egal sein, wir fahren jetzt in die Box. Wurscht. Oh, bremst doch, komm runter! Ja, jetzt kommen wir auch rein. Ja, 20 Sekunden. Höchstwahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich eine Drive-Through, weil ich natürlich viel zu schnell in die Box geballert bin. Aber also, jetzt kommen ein paar rein. Einer. Mach Mut. Egal, machen wir jetzt einfach mal. Ich muss gucken, vielleicht gibt es da gleich eine gelbe Flagge, wenn die eben ihre Box stoppen haben, weil sich da irgendwie wieder reinfahren, die Jungs. Und dann könnten wir ja irgendwie was rausschlagen. Mal gucken. Einfach das Beste jetzt versuchen. So, es dauert jetzt ein bisschen. So. Oh ja, ist okay, Wagen, komm klar. Ja, ich musste Drive-Thru abfahren. Alter, Leute, nicht in reinfahren, danke. Junge, baller mir hinten rein. Ja, nee, ist okay. Okay, da ist mit reingefahren. Es geht halt, du weißt schon, wenn ich jetzt reinfahre, so, ne? Wir machen einfach gar nichts, fahren durch. Also, wir kommen ja kurz ran. Aber wenn nichts am Wagen machen, dann sollte es als Drive-Thru gelten, ich glaube. Hat letztes Mal zumindest funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch gilt. Mal gucken, wir probieren es einfach mal.
denken eh zwei Runden zurück, aber naja, was soll man machen? Wir probieren das einfach jetzt mal mit der Taktik. Entweder geht's voll schief oder es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert, das ist die Sache. Two tires and a splash, I reckon. And we're gonna put some tape on. Okay, buddy, we're ready for you. No fuel. So, 0 Sekunden, perfekt. Ich hoffe, das gilt, ich hoffe es. Player starts the tail of the field for the penalty. Bad news, buddy. You're going to the back of the longest line. That's what a black flag will do for you. So, gucken wir mal, ob die Strafe jetzt abgesessen wurde. Ich habe das gerade nicht aus den Funksprüchen der hier pendenten Herren verstanden, ob das ja. Oh, da fahre ich halt mal ein bisschen weiter innen, weil ich sonst irgendwie nirgendwo durchkäme. Boah, das war knapp. So, eine Runde hänge ich selbst im letzten hinterher. Oha, das ist natürlich echt eine Menge. Ah, oh, scheiße, ich drehe mich. Nein. Ja, da kam mein Heck. Da war ich dann weg, da kam mein Heck. Ja, ihr seht, da war ich schon Drift. Ja, der hat mir dann nicht unbedingt geholfen, dass es weiterging. Gucken, ob wir irgendwas aufholen dadurch. Und Runde ja gut gemacht, eine Runde, okay. Gut. Ja, ich will Top 30 mal schaffen, das wird mir echt wieder schwer. Das Spiel ist wirklich nicht mein Spiel, das gebe ich jetzt manchen Kommentaren, gebe ich da wirklich mittlerweile recht. Aber ihr wollt es ja sehen. Wenn da wirklich so viele sagen würden, ich will das nicht mehr sehen, dann würde ich das verstehen. Aber da genug sagen, ja gerne weiter Gameplay oder Let's Play davon. Werde ich das auch weiter durchziehen und wir müssen uns halt auch mal mit Niederlagen aufhalten. Man ist nicht in jedem Spiel direkt der König. Geht halt nicht immer. Ja, und eine Bumper, dann kann er mich auch mal schieben, wenn er direkt an meinem Heck ist, aber das tut er ja nicht. Kann die KI ja nicht, die kann einen selber. Leute, da ist doch kein Platz, schiebt euch doch nicht immer irgendwo durch. Boah, Jungs. Boah, ja, gib mir. Boah. Unruhig. Sehr unruhig der Wagen gerade. So, und Windschatten von ihm hier bleiben, dann kann ich mich nächste Kurve innen reinstechen. So ist gut. Ah, scheiße, ich rutsche raus. Nein, ich lasse ihn nicht vorbei. Klicken. Ist doch genug Rennen vor uns. 40 Runden noch. Wir haben gerade ein Drittel geschafft. Das ist noch nichts. Nein. Ich bleib im Griff. Das geht weiter. Komm, fang dich. Durfte ich jetzt gerade drehen am Lenker. So, in der Kurve hier bin ich schneller als die anderen, wie es aussieht. Aber meine es gibt sich, wie schnell die Reifen hier abnutzen auf der Strecke. Das ist so abartig. Sie regnet mir halt um 5 Sekunden runter. Das läuft. Komm wieder ran, das ist schon mal gut. Peck könnte mich jetzt nicht abreißen lassen. Das kriegen wir hin. Hier schön außen rum an dem vorbei, weil die natürlich ein paar abgenutzte Reifen haben, deswegen die Kurve nicht mehr so schnell fahren können. Schön durchgeflogen. Natürlich haben wir immer noch eine ganze Runde Rückstand, so gut wie, weil 46 Sekunden ist fast die ganze Runde. Das müssen wir erstmal wieder aufholen. Das ist natürlich schon jetzt ein bisschen Arbeit, aber naja, was soll man machen? Wir haben noch genug Runden vor uns. So. Kann sich noch verpissen, Alter, wenn du mich jetzt anschiebst und mich wegdrehst. Cool. Alter, ist kein Platz, wir schieben uns trotzdem durch.
Was soll der Scheiß denn jetzt? Hält er einfach eiskalt rein, ey, leck mich doch am Arsch. Da kann ich ja gar nichts für. Jetzt muss ich auch noch in die Box, weil mein Motor jetzt kaputt geschreddert wurde, ey, Leute. Toll. Jetzt könnte ich theoretisch eine Runde dadurch aufholen, dass er gelbe Flagge war, aber mein Motor wurde ja währenddessen kaputt gefahren. Oh, das regt auf, ey, das kann doch nicht sein, ey, der hätte aber wenigstens außen ein bisschen Platz lassen können. Also bleibt er einfach eiskalt auf seiner Linie. Gut, Reifen neu rein, Sprit voll machen. Reparieren wird jetzt lange dauern. Puh, so, komm. Scheiße, dass wir als letztes Team in der Mannschaft so weit hinten einen Platz haben. Problem. Ja, gut, wenn wir uns für die nächste Saison irgendwie die bessere Position in der Box holen könnten. Wir hätten Herrn aber schnell den Motor repariert. Halleluja. Boah, ich hätte bis auf 2 oder was vorschießen können, beziehungsweise auf 2 nicht zurückrunden können. Scheiße. Ah. Dir mal geben, weil ich nicht zurückrunden hätte können. Naja, was soll's. Ist jetzt auch nicht mehr änderbar. Hinter mir? Nee. Ah, alles wieder heile gemacht, okay. Nein. Dafür konnte ich. Yo, hau mir noch mal hinten drauf. Als wäre es schon nicht genug gewesen, dass du mich schon mal rammst. Ja, okay, da war ich ein bisschen übereifrig. Aber mit was einem Schwung da hinten reinballert, der Penner. Alles gut. Ah, jetzt bin ich in derselben Runde wieder. Ja. Puh. Boah, jetzt bin ich direkt wieder am Pack dran. Das ist perfekt. Nach der Hälfte des Rennens haben wir es wieder. Heißt trotzdem nicht, dass wir jetzt hier irgendwas rausreißen müssen. Aber jetzt will ich alles probieren. Jetzt wieder ran sind und nicht eine Runde Rückstand haben. Perfekt. Versus leading by 3 seconds. You got this. Nice work, man. Nein, alles gut. Das will ich nicht mal anschieben oder so, ne? Macht doch bloß nicht. Alter, kommt der mit dem Heck, ey. Boah. Scheiße. Ich hab einen Platten. Ah, fuck. Wieso geht der denn plötzlich so im Arsch rum, diese Karre? Dann hat's wieder an rechts den Reifen zu hauen. Platten. Oh, ich bin nicht der Einzige, der Platten hat, fällt mir gerade auf. Da vorne hat's den nächsten auch einen zerschreddert. Könnte nicht mal irgendwas vernünftig funktionieren, wenn man gerade auch gut fährt? Natürlich hau ich mir direkt den Reifen kaputt. Aber gut, solange mehr nicht kaputt ist, alles in Ordnung. Puh, der geht. Ich weiß nicht, warum der mittlerweile so leicht auf dem Heck ist, der Wagen jetzt gerade mal wieder. Wo die Reifen alle in Ordnung sind. Your tire is completely shredded. We need to switch it out before you can go back out on the track. Two tires and a splash. Ja, die rechte bitte. Das ist ein... I can add tape if you want to go faster. Okay, let's get this stuff gut, passt. Figured out. Sollte reichen. Obwohl mein Perner mal eine E-Reihe rein macht, soll mir auch egal sein, komm. Muss repariert werden, die Achse hat höchstwahrscheinlich eher einen weggekriegt. Die 11 Sekunden mache ich jetzt auch gerne. Get ready. Give me a nice smooth stop here, guys. So, holt ihr mal den kaputten Reifen runter. Ah, jetzt haben sie es doch nicht gemacht. Okay, gut. That was our fastest stop today. Awesome work, boys. Ich muss in den Kurven mehr aufpassen. Also die Kurven sind sehr, sehr schnell und deswegen kommt sehr, sehr schnell das Heck, ist das Problem. Ist der Wagen sehr unruhig auf der Hinterachse.
Hey, you're doing good. Car up top. Right side's clear. Und ich sehe jetzt nicht, wie abgenutzt meine Reifen sind, weil die Ansicht da geändert hat. Okay, behind you. There's a 5-second gap between you and the leader. Ah, da. Dankeschön, die Ansicht hätte ich gerne. Mach dich vom Acker mit deinem M&Ms. Oh, schön Dreierflug durch die Kurve. Läuft. Boah, was für ein Überschuss an Tempo ich jetzt hier durchgeschossen komme. Ah, da bin ich zu weit nach außen, aber komm, den krieg ich außen rum. Na, was? Hör doch auf, mich zu drehen! Und natürlich, wie auch immer es anders nicht sein sollte, gibt es natürlich dafür keine gelbe Flagge. Ist natürlich auch voll okay. Gab es nur einen richtig schönen Unfall, aber ey, finde ich auch, da sollte man keine gelbe Flagge geben, ist auf jeden Fall nichts passiert. Ich doch, ey. Diesmal ist nicht mein Heck leicht geworden, da hat mir jemand dran gestupst hinten. Es war am leicht gehen, aber der Schlag von hinten hätte nicht sein müssen. Jetzt habe ich das ganze Feld wieder auf. Oh, es ist doch so lächerlich. Ey, mittlerweile, jetzt wisst ihr auch, heute spiele ich auch mal. Es frustet mich so ein bisschen. Wie so ganz laufen will, wie ich es gerne hätte. Wow, you just closed down the guy in front by 8/10. Ich bin auf jeden Fall schneller als die vor mir. Na, komm rum. Gut. Da können wir noch irgendwas rausreißen. Wir müssen noch ein paar Plätze aufholen, nicht letzter werden. Das ist schon mal ein Ziel jetzt gerade. Aber wir holen echt übelst auf. Deutlich schneller. Deutlich schneller als die vor uns. Das ist schon mal eine positive Sache. Ja, wir holen auf, das ist deutlich. Jo. Wir schließen ja nach vorne auf, das ist schon mal gut. Au, das hätte ich sein müssen. So, ich bin ähnlich wie und da auch eben durch. Komm, zieh rein. Jo, passt. Du ziehst nicht in rein, das kannst du verknicken. Wenn mich jetzt jemand rumdreht, Alter, ich raste aus. Jetzt gerade bin ich nämlich gerade ganz schön zügig vom Tempo unterwegs, das ist das Positive. Lalalalalala. Sehr weit rausgerutscht. Nein, ich muss den Wagen wieder fangen. Oh Gott sei Dank. Ging nämlich gerade wieder, kam die Hinterachse wieder ein bisschen, wurde ein bisschen leicht. Sagen wir es mal liebevoll so. Kann ich da in der nächsten Kurve schon rein oder muss ich noch hinter dem bleiben, ist jetzt die Frage. Das passt schon, da komme ich durch. Muss er ein bisschen Platz machen, dann passt das. Right's all clear, bud. You just gotta be smooth and calm. Komm. Hinter dem muss ich jetzt erstmal noch bleiben in der Kurve, das auf jeden Fall. Jetzt, weil ich eh weit rausrutsche, verliere ich da eben ein bisschen Tempo. So, die beiden halten sich sehr schön auf. Jetzt ist gut, komme ich mit dem Überschuss an beiden vorbei. Jo. Stay low. Clear right side. So, Top 40 sind wir schon mal. Der Wagen läuft gerade echt rund, dafür diese Reifen jetzt schon wieder sehr rot sind, läuft er gerade echt mit einem guten Speed. Ich komme sehr gut schließlich immer wieder auf. Ich bin schneller als die Gegner aktuell auf der Strecke. Natürlich nicht schneller als der Erste, das sage ich auch gar nicht, und nicht als Gordon, der da mit 4,29 gefahren ist. Das auf keinen Fall, aber ich fahre auf jeden Fall meine Zeiten, dass ich mit den Gegnern hier mithalten kann. Ich kann die Kurven ja aktuell wegen den Reifen nicht mehr so schnell fahren, ich muss da sehr viel vom Gas gehen. Aber es reicht, um an den Gegnern dran zu bleiben. Jetzt ziemlich aufzuschließen. Da vorne haben wir jetzt ein ganz großes Pack, das ist natürlich sehr gut.
Können wir, wenn wir mit so einem Überschuss weiterfahren, sehr viele Plätze gut machen. Können natürlich auch wieder viel Scheiße bauen, das ist natürlich auch das Problem, wenn wir so viele Gegner haben. So einzelne kann man sich besser zurechtlegen, weil mehrere musst du immer darauf achten, wenn dir einen zurechtlegt, was die anderen Gegner machen. Du kannst dich einfach reinziehen, weil sonst knallt es auf jeden Fall. Das ist das Problem. So, auf den Männern, den werden wir jetzt nicht kassieren. Ist gut, geht, kommen wir da außen rum vorbei. So ein bisschen vom Gas, kurz noch ein bisschen vom Gas, so. Jo, da haben wir einen Shot. Nur vorbei. So, dann werden wir uns mal die Frau im Fahrerfeld verklopfen. Die Patrick, wie heißt der mal vorne mit Patrick? Er ist in. Ah, shit. Könntest du dich jetzt mal vom Acker... Geh mir mal vom Heck weg. Daniela Patrick? Ich hab keine Ahnung, wie die Frau gerade heißt mit Nachnamen. Oder Vornamen, so ist es richtig. Patrick heißt mit Nachnamen. Danica, so heißt die nette Dame. So, ist der typisch deutsche Name. Überhaupt nicht. Deswegen kann ich mir die auch so schwer merken. Beziehungsweise muss ich mir auch nicht merken, weil sie geüberholt wurde. Die Reifen sind nur gerade außen am Kochen. Nicht gut. Was kommt mich in die Box? Sehr schön. Oh Gott, das ist nicht gut. Jo, genau. Da war ich natürlich plötzlich alle so extrem langsam, weil ich natürlich in die Box fahren. Jetzt ein bisschen was alles verhauen, naja, was soll's. Und komm. Ich bin schneller, ich habe außerdem die innere Linie, er muss gleich eh abbremsen. Oh, 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 ich komm bald raus, mach dich vom Acker. Mein Schuss. Jo. Das war mein Auto. Und goodbye. Oh. Boah, wie meine Reifen am Quietschen sind. Die sind schon halb am Sterben in dem Moment. Ah. Ja, jetzt sind wir eh in die Box. Aber dann fahren wir. Jetzt schaffen wir das durch. 20 Runden Sprit reinzukriegen. Ich werde es probieren. Das wäre zumindest gut. Dann können wir jetzt durchfahren, dann können wir noch ein paar Plätze gut machen. Die Reifen wird zu lustig, aber das soll uns jetzt auch egal sein. Das ist wie wieder so ein Massaker wie letztes Mal. Aber ich muss reinkommen, weil die Reifen sind viel zu kaputt. Außerdem haben wir kaum noch Sprit. Müssten wir jetzt eh in die nächsten Runden reingekommen sein. Also machen wir es jetzt kurz so. Wo ich jetzt extrem viele Plätze gut gemacht hätten können, ne? Scheiße. Aber ich hätte sowieso irgendwann reingekommen müssen. Also, wird das machen, wenn alle schon gemacht haben, dann werden sie mich eh alle überholen. Reparieren müssen wir nicht. Ja, passt gut. Die 0,3% Leistung können sie uns sonst verschieben. Aber wir kommen gerade alle rein, ist gut. Wir hätten natürlich jetzt übelst wieder sehr Plätze gut machen können, aber naja. Wir hätten irgendwann eh reinkommen müssen, dann hätten wir mehr Plätze verloren, weil natürlich alle dann vorbeigezogen werden, weil da natürlich keiner wartet. Weil hier warten sie ja indirekt, das Fahrerfeld muss ja wieder aufschließen können. Bis hier direkt an allen dran. So, wo sind wir? Nicht letzter wäre super. Ja, zwei Plätze durch Box ist doch gut gemacht. Weil letztes ausgeschieden wird irgendwie aussah, oder? Er hat es doch gemacht, glaube ich sogar. So, 16 Runden haben wir noch. Ich weiß nicht, wie lange der Sprit reicht. Müssen wir jetzt gerne mal gucken. 16 Runden könnte gut hinhauen, dass wir es damit schaffen. Ich will es durchfahren jetzt, es muss klappen. Mein Sprit wird mir frühestens jetzt Mitte der Runde angezeigt. Vorher wird das nicht berechnet können. Kollege, mach doch mal Platz ein bisschen. Ich kann mich auch nicht auflösen. Bleib in, ich hab's gehört. Natürlich. Ich hatte einfach mal ein bisschen Platz zu lassen. Nein, wir ziehen rein. Also. Wir sind zu vierter reingezogen. Oh Gott, ja, gut. Aber vorne rechts meine Achse stand irgendwie ein bisschen krumm, oder ist die ganze Zeit schon so kaputt? Aber ein Fahren merke ich davon nichts. Sehr schön, da vorne hat einen Platten, auf den brauche ich mich, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Nicht drum kümmern. 26. Ui, das gefällt mir. Außerdem sparen wir Sprit, wenn wir so fahren, das ist das Gute. Können wir länger draußen bleiben. Und aus dem Reifen sparen wir auch, das ist der Nebeneffekt davon auch. Natürlich, Dreher hilft natürlich nicht unbedingt, dafür Reifen zu schonen, aber schon natürlich, weil wir ein bisschen weniger fahren müssen. Boah, ja, Aufhängung kaputt, genau. Nein, nicht einschlagen. Aufhängung ist jetzt kaputt, wir haben links drei. Was natürlich gut ist.
Da haben wir doch plötzlich nicht mehr, jetzt ist plötzlich der Motor. Mir egal, ich fahr nicht raus. Zwölf Runden noch. Jetzt haben wir einen leicht kaputten Motor. Ich weiß nicht, inwiefern der jetzt kaputt ist. Ob das wirklich nur ganz, ganz leicht ist. Ja, natürlich wird es jetzt schlimmer, war klar. Like nice, nee, ich runterziehen, wenn da jemand kommt. Dankeschön. Ich bleib jetzt mal kurz hier in, weil sonst... Nein. Ach, Leute. Boah, sag mal. Ja, wollen wir es jetzt eigentlich noch durchziehen, das Drehmassaker am Anfang? Ich bleib draußen, was bringt mir das denn bitte, wenn ich jetzt nächstes Mal reinkomme? Aber so, 10 Runden, so, wir können das weitermachen, ey. Ich darf, muss also viel mehr abbremsen, weil ich sonst jedenfalls jedes Mal da nichts ausweichen muss und dann kommt irgendein Gegner mir eh wieder in die Quere, weil ich nicht mehr reingelassen werde und... Ach, der Rechte ist angetrieben von Schinken. Finde ich okay. Weiß nicht, was dagegen sprechen sollte, mein Auto mit Schinken zu betreiben. Boah, wie sehr die vom Gas gehen hier. Wie soll ich die jetzt wieder aus dem vierten hochziehen? Natürlich fahren wir hinten drauf. Ah. Oh, soll er machen. Ey, sag mal, das ist doch ein Witz, der Junge. Da war kein Platz und er zieht eiskalt durch. Ey, vorne hat es auch gescheppert. Das ist nicht unser Grund gewesen diesmal. Wir haben uns im Hintergrund noch weggedreht. Vorne haben sie sich auch schon abgeschossen gehabt. Ja, wollte jemand in die Box gehabt. Schön Auffahrunfall. Leute. Aber bis hier zuvor, also so lange noch kannst du weitergehen, dann sind wir nämlich irgendwann Erster. Acht Runden noch und ich bin auch... Ach, da sind sie hier so langsam. Ich werde die Fall jetzt schon hinten drauf. Komm, schön außen rum, das geht, funktioniert super, hör auf zum Heck zu kommen, hör auf mir einfach vor die Kiste zu ziehen. Hör auf mir Platten zu machen, Scholl, es ist echt, Alter, die Gegner manchmal... Deine Mutti. Jetzt hab ich einen Platten, ist ja super, jetzt haben wir letzter wieder und noch, ey, es ist, ich könnte kotzen. Reparieren tun wir da nichts, der Motor bleibt so. Können wir noch ein bisschen was gut machen, wenn ich jetzt vielleicht ein paar reinkommen und machen wir kurz Reifen neu drauf und fertig ist, Ruhe ist. Das kann doch nicht sein hier, ey. Ich könnte, es ist echt... Es läuft nie ungefähr so, wie ich gerne hätte. Wir wechseln die rechten Reifen. Boah, wie viel müssen wir... Der... Wir haben noch 69 Performance, wir müssen es machen. Wechseln kurz die Reifen, repairen kurz, dann passt das. Be ready, guys. Let's hustle here. Ich hoffe, es funktioniert. Weitermachen und los. Dauert so lange. Nein, nicht die Reifen. Auf jeden Fall das letzte rauskommen. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch in den letzten Kurven rausholen können. Ich muss gucken, was wir jetzt noch rausholen im letzten Meter. Also deutlich letzter. Scheiße. Ist aber nicht vorletzter. Innere Linie, 6 Runden noch. Wir können noch ein bisschen was raus. Ein bisschen können, geht noch was. Aber ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch geht. Das ist das Problem. Das erste gestartet und schon wieder so weit hinten. Ey, wenn wir vorne, ganz vorne starten, wird das nie was. Das war falsch, ich suche gerade die Taste, wo ich nochmal die Ansicht wechseln kann. So. Nein, nicht drehen! Boah, Leute! Geht, bleibt doch einfach mal vom Heck weg. Jetzt habe ich irgendwas anderes angemacht. Ach so. Bleib außen! Bleib nicht außen, mach, hör einfach nicht auf mich, ist okay. Du möchtest, dass man hier hinten reinballert, ne? Oh.
Es ist, sag mal, warum fliegt der Reifen jetzt mal auseinander? Schon wieder ein Platten. Das kann doch nicht sein. Wo gehen die denn jetzt mal kaputt? Ist noch kaputt gegangen. Kurz. Nein, ist halt wieder falsch. Nur der Reifen. Ja, die Aufhängung scheiße ich jetzt drauf. Ich mach kurz den Reifen heil und fertig ist. Alles Rennen läuft wieder mehr als super gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ey, es ist echt. Jetzt kommt natürlich keine Sau rein. Ich bin der Einzige. Toll. Das läuft. Ich kann mich nicht beschweren. Nö, warum auch? Your tire is completely shredded. We need to switch it out before you can go back out on the track. How about a splash and a new set of right side tires? Okay, let's do this. In and out. Es läuft überhaupt mal wieder nicht. Also das Spiel ist nicht so ganz mein Spiel, das wird echt eine erste harte Saison, die wir hier haben. Boah, ja, zack, geplant. Raus mit der Karre. Letzte Runden noch, komm. Wir haben jetzt zwar eine kaputte Aufhängung, aber wir gucken mal, wie das aufhält. 64, okay, jetzt kommt auf jeden Fall keine gelbe Flagge mehr schnell zustande. Und wenn, gut, könnte noch gut klappen, ne? Letzte Runde nicht, aber gut, schauen wir mal. Wir können direkt hinter ihm einordnen. Natürlich fliegt keiner außen ab. Ja. Und da gibt's die ganze Frage. Leute. Ja gut, wer hilft? Jetzt hilft mir das ja gerade in der Situation übel. Ich muss schon leicht einen mitgegeben. Wenn da jetzt auch jemand reingekommen ist in der letzten Runde. Ja, ist jetzt die letzte Runde, die jetzt anläutet. 30 sind wir, Alter, sind doch echt eine Menge reingekommen. Ich könnte doch die Karte spielen. Es kann aber jetzt auch extrem noch schief gehen. Ich muss darüber. So, komm. Hör auf reinzuziehen. Bitte mach einfach Platz. Wie weit geht nicht, Kollege? Das geht ja nicht zu dritt. So, nein. Rüber. Passt. Alles gut. Noch ist alles in Ordnung. Ich komm da rüber. Ich kann reinziehen. Schön. Letzte Runde. So, mal voll reinhauen. Ach, du Schwacker. Nein! Ach, scheiße. Okay, Rennen gelaufen. Läuft. Letzter, weil der letzte ausgeschieden. Oh, warte mal, jetzt hat es hier umgeschleppert. Ich hab ein bisschen paar zu gut rausgerissen, aber mein Motor ist im Arsch. Ist nicht gut. Ja, einer ist ausgeschieden, da hinten ist einer kaputt gegangen. Ja, da war einer und ich bin leicht rübergezogen, hat es einen Heck auf den Heck gegeben und bei dem Tempo ist es natürlich der. Ach, scheiße, ey. Und es lief so gut, wir hätten echt so viele Plätze noch gut machen können. Wir waren gerade richtig gut dabei. Too bad, man. I know you tried the best you could. Considering the competition, that wasn't too bad of a run. We'll work on your car setup. Ja, mal gucken, wo wir jetzt insgesamt in der Liste sind. Da werden wir sicher immer noch hinten liegen. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal noch ganz weit gewaltig ins Auto investieren. Weil der mir immer noch nicht so gefällt. Der ist manchmal viel zu leicht auf dem Heck, geht jetzt sehen. An upgraded transmission improves your shift time and doesn't waste horsepower. Don't forget to upgrade it when you can. Ganz weiche Punkte, wir holen ein bisschen auf. Okay. Sind wir jetzt aktuell als Sponsoren? Ich komme jetzt halt auch ganz gut, ne? Aber gut, bleiben wir bei Sprint. Upgrades, können wir uns irgendwas leisten. Don't think you visit them enough. They've got some new upgrades ready for you to look at. Haben wir ja schon beide. Transmission hat er gesagt, die wäre ganz gut. Oh, ist so teuer, kann man es aktuell noch nicht leisten. Motor, ich glaube, brauchen wir nicht gucken. Nee, viel zu teuer.
Chassis könnten wir leisten. Weniger Gewicht, mehr Ballast. Ich glaube, das machen wir. Probieren das mal mit dem Chassis. Probieren wir mal aus. Warum nicht? Komm, testen kann man ja mal. Gucken, ob das funktioniert. Und dann soll es für diese Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer ein Like freuen. Ich bin Blöhmpf, bin raus, bin beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich irgendwann mal mit ein bisschen Erfolg. Ich würde mich riesig freuen. Und ich sag mal, haut rein. Bis dann. Ciao.